Terror in Deutschland. Drei Jahrzehnte hält die Rote Armee-Fraktion die Bundesrepublik in Atem. Mit Anschlägen, Entführungen, Morden. Während ich hier spreche, hören irgendwo sicher auch die schuldigen Täter zu. Eine kleine Gruppe linker Rebellen im Kampf gegen den Staat. Benutzt und bekämpft von Geheimdiensten aus aller Welt. Eine Belastungsprobe, nicht nur für die Bundesrepublik. Es brodelt in der frisch gegründeten Bundesrepublik. Eine ganze Generation protestiert. 1968 ist die Studentenbewegung auf ihrem Höhepunkt. Die Jugend revoltiert, legt sich an mit den staatlichen Autoritäten. Aus dieser Gruppe junger Rebellen geht sie hervor, die spätere Rote Armee-Fraktion mit ihren Gründungsmitgliedern Andreas Bader, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof. Ihr Anliegen? Den Staat herauszufordern und radikal zu verändern. Man hatte wirklich Angst, dass dieses Deutschland, diese Bundesrepublik, zurückverfiel in schlimme Zeiten. Umso mehr wir das analysierten, kapierten, es belegt wurde, auch in gerichtlichen Verfahren, umso mehr waren wir eigentlich mit diesem Staat fertig. Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Städte werden wieder aufgebaut. Aus den Trümmern erwächst das sogenannte Wirtschaftswunder. Mithilfe des Marshallplans der Amerikaner blüht das Land auf. Die Menschen haben wieder zu essen und bauen sich ihren kleinen, bescheidenen Wohlstand auf. Die Kinder dieser Generation, die auch gerade damals in der Zeit 50er, 60er Jahre sukzessive erfuhren, welche Gräueltaten es im Dritten Reich gegeben hat, und die waren erschüttert und sagten, es kann doch nicht alles sein, auf Geld, auf Wohlstand zu achten. Wir möchten einfach die Zeit reflektieren, die vor uns liegt, in der wir leben, und insbesondere auch wollen wir einfach mal uns überlegen, was ist der Sinn und der Zweck dieses Lebens. Überall in der jungen Bundesrepublik sitzen ehemalige Funktionsträger aus Hitlers Reich wieder in offiziellen Positionen. Einer wie Bundespräsident Lübcke, der einst als Architekt KZ-Häftlinge beschäftigte, ist für die junge Generation nur schwer zu ertragen. Wenn man daran denkt, wie viele Leute, die bei Nazis gemeinsame Sache mit den Verbrechen gemacht hatten, in den Eliten der damaligen Republik noch virulent waren, aber jede Kritik daran, die galt schon als staatsfeindlich und undeutsch, um es polemisch zu sagen. 1966 bilden CDU und SPD in Bonn die Große Koalition. Kurt Kiesinger, ein ehemaliges NSDAP-Mitglied, wird Kanzler. Es besteht die Gefahr einer Verkrustung der politischen Verhältnisse. Man hat mit der Großen Koalition den substanziellen Verlust an Opposition verbunden. Das heißt, die Befürchtung geäußert, da damals nur noch die FDP sozusagen als Restopposition im Bundestag war und numerisch überhaupt nicht dazu in der Lage war, gegen die beiden großen Volksparteien, die Union, CDU, CSU und die SPD, dagegenhalten zu können, dass es keine Möglichkeit geben würde, die wirklich wichtigen Themen parlamentarisch behandeln zu können. Die Opposition muss also außerhalb des Parlaments stattfinden. Keimzelle des Widerstandes werden die Universitäten der großen deutschen Städte. Auch hier fordert man die Entfernung von Altnazis aus den Lehrstühlen und mehr Mitsprache in der Hochschulpolitik. Das Zentrum des Aufbegehrens ist West-Berlin. Hier gründet sich der Sozialistische Deutsche Studentenbund, SDS, der bald Ableger in der restlichen Republik haben wird. Charismatisches Gründungsmitglied ist Rudi Dutschke. Er ist Marxist. Die parlamentarische Demokratie will er durch eine Räteherrschaft ersetzen. Ich halte das bestehende parlamentarische System für unbrauchbar. Das heißt, wir haben in unserem Parlament keine Repräsentanten,
die Interessen unserer Bevölkerung, die wirklichen Interessen unserer Bevölkerung ausdrücken. Er konnte Tausende, Zehntausende mit seinen Worten in den Bann ziehen. Zur Veranstaltung mit Rudi Dutschke ging man hin, er machte Fernsehdiskussionen. Also er war der von keinem gewählte, aber allgemein anerkannte Sprecher der Studentenbewegung. Er war ein begnadeter Rhetoriker. Die deutschen Studenten sind nicht allein. Auch in Frankreich, den USA und sogar in Japan rebelliert die Jugend. Vereint vor allem im Protest gegen den Vietnamkrieg. Immer sinnloser scheint der Krieg. Immer mehr Opfer aus der Zivilbevölkerung gibt es zu beklagen. Angst, Flucht und Vertreibung sind an der Tagesordnung. Seit 1965 beteiligen sich die USA aktiv an den Bombardements. Das Volk, das den Deutschen Frieden und Demokratie gebracht hat, führt jetzt einen blutigen Krieg in Vietnam. Die Vorwürfe hingen ja damit zusammen, dass man sagte, Deutschland unterstützt Amerika im Vietnamkrieg. Wir waren nicht Kriegsteilnehmer, das wissen wir alles. Wir haben aber die Basen zur Verfügung gestellt. Wir waren ohnehin, gab es sehr viele amerikanische Truppen hier. Das war wahr. Keine Mark und keinen Mann für den Krieg in Vietnam. Der Vietnamkongress in Berlin im Februar 68 ist der Höhepunkt der Anti-Vietnam-Bewegung. 5000 Teilnehmer aus 14 Nationen haben sich angemeldet. Die Studenten sympathisieren mit den Gegnern der USA in Vietnam, dem Vietcong. Die meinungsmachenden Zeitungen des Axel Springer-Konzerns machen ordentlich Stimmung gegen die Demonstranten. Ja, die Bild-Zeitung, die hatte eben die Studenten zu Terroristen richtig ernannt, benannt. Und sie hat sie in einer Art und Weise Motive unterstellt, die diese damals jungen Leute mit Sicherheit nicht hatten. Einzelne vielleicht ja, aber nicht prinzipiell hatten. Und sie hat also diese Kinder der bürgerlichen Klasse, wenn man so sagt, zu Terroristen erklärt. Der Großteil der Berliner Bevölkerung betrachtet das Treiben der Studenten mit Missfallen. Wir wollen ja hier bloß Unruhe stiften in Berlin, weiter nicht? Den sollte man im Sack stecken und über der Mauer schmeißen. Das sind Tagediebe, die sollen arbeiten. Erstmals wird die Frage diskutiert, ob man im Protest auch Gewalt anwenden darf. USA aus Vietnam raus! Kommt doch mal das Springer hoch! Die Frage ist, was ist legitim, um auf Missstände aufmerksam zu machen? Ohne Provokation werden wir überhaupt nicht wahrgenommen. Darum sind die Provokationen unerlässliche Voraussetzung für die Öffentlichkeitsarbeit. Provokation und Protest sind die Schlagworte der Zeit. Die Jugend will mit den Konventionen brechen, die prüde Sexualmoral der 50er Jahre hinter sich lassen. Lange Haare und Beatmusik statt verklemmter Moralvorstellungen. Es entsteht ein Konflikt zwischen den Generationen. Eltern verstehen ihre Kinder nicht mehr. Und die Kinder können die Weltsicht der Eltern kaum ertragen. Wie bei Fritz Teufel, einem der prominentesten Mitglieder der Protestbewegung. Wo ich die Sprüche nicht mit anhören konnte, die mein Vater gemacht hat, wenn er beispielsweise die Nachrichten im Radio gehört hat, wenn von Fidel Castro die Rede war, dann hat er gesagt, ja, wenn sie den Fidele Castro doch endlich Fidel Castriere tätet. Das war zwar ein Wortspiel, aber ich fand es nicht so witzig. Es gibt Ideen zu neuen Lebensformen. Erster Versuch einer konsequenten Umsetzung ist die Kommune 1 am Stuttgarter Platz in West-Berlin. Das Ziel der Kommune, der Kommunaden, bestand darin, so etwas wie eine radikale Umwälzung des Alltagslebens vorzunehmen. Die Trennung zwischen Privatheit und Arbeit, zwischen Intimität und Öffentlichkeit, all das aufzuheben. Das heißt, auch eine andere Form von Sexualität zu praktizieren. Was dann in der Boulevardpresse so übersetzt wurde, dass jeder mit jedem schläft. Und so war es aber nicht. Dazu hatten wir viel zu viele Probleme noch miteinander. Außer für ihre freizügige Sexualmoral
sind die Mitglieder der Kommune 1 bekannt für ihre humorigen Protestformen, mit denen sie auf politische Missstände aufmerksam machen. Am 2. April 67 besucht der amerikanische Vizepräsident Hubert Humphrey Berlin. Für Fritz Teufel und seine Mitstreiter ist er ein Kriegstreiber. Naja, und wir wollten den einfach lächerlich machen. Wir wollten überhaupt alle Autoritäten lächerlich machen. Und haben uns dann überlegt, haben Rauchkerzen gebastelt und wollten mit Mehltüten werfen und Superbällen. Wir wollten den Konvoi ein bisschen durcheinander bringen. Kurz vor Humphreys Eintreffen werden Fritz Teufel und seine Kommunardenkumpel Rainer Langhans und Dieter Kunzelmann verhaftet. Die Polizei hatte Wind bekommen von einer Aktion, die bis heute als das Pudding-Attentat bekannt ist. Die wurden halt festgenommen, weil es ganz offenbar Informationen, geheimdienstliche Informationen über deren Planung gegeben hat und man das nicht abschätzen konnte, ob die tatsächlich ein Attentat vorhatten. Und dann hat man vor einem Fernsehteam vorgeführt, dass man dafür Pudding hätte nehmen wollen und so weiter und so fort. Und das hat natürlich einen Lacheffekt erzeugt. Und so war das häufig so bei Kommunaden. Also sozusagen die Institutionen wurden gefoppt und sie standen eigentlich immer ziemlich belämmert und blöd da. Immer wieder taucht bei der Kommune 1 ein junger Mann auf aus München, ein gewisser Andreas Bader. Bader wird 1943 in München geboren. Der 20-jährige Schulabbrecher kommt 63 von München nach Berlin. Da erinnere ich zum Beispiel an Andreas Bader getroffen zu haben. Und den kannte ich sowieso privat schon Jahre vorher, als er, glaube ich, genauso unpolitisch war wie ich. Immer wieder beteiligt sich Bader am spaßigen Politprotest der Kommune 1. Nur wenige Jahre später wird er sich radikalisieren und zum Mitbegründer der RAF. Im Frühjahr 1967 bereitet sich die Republik auf hohen Besuch vor. Der Schah von Persien samt Gattin Faradiba stattet Deutschland einen Besuch ab. 4 Tage sollen sie durch die Republik reisen. Die Figur des Schahs war ja im Grunde genommen eine Figur der Regenbogenpresse. Dadurch, dass der Schah mit Soraya verheiratet war, das heißt zunächst eine Frau deutscher Herkunft als Gattin hatte. Und dieses Bild ist aber mehr und mehr durch iranische Studenten, die in Berlin und anderen Universitäten studiert haben, korrigiert worden. Und man hat dann gelernt, den Schah vor allen Dingen als einen Despoten und als einen Lakaien der USA zu verstehen. Während die Leser der bunten Blätter dem Besuch entgegenfieberten, beschäftigt man sich an den Universitäten von Berlin mit den politischen Umständen im Herkunftsland des pompösen Besuches. Hier ist nicht von Glanz und Gloria die Rede, sondern von den undemokratischen Zuständen im Iran, von Folter an Studenten durch das Regime. Dabei wurde ein Student getötet, 45 Mitglieder des Lehrkörpers und der Angestellten verletzt, 200 Studenten mussten ins Krankenhaus. Auch der Student Benno Ohnesorg ist unter den Zuhörern. Er beschließt, am Folgetag an den Protesten gegen den Schah teilzunehmen. Mit allen Honneurs wird das Paar aus dem Morgenland vom Berliner Bürgermeister begrüßt. Im Schöneberger Rathaus soll es sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Vor dem Rathaus haben sich Demonstranten versammelt. Sie verleihen ihrer Missbilligung dieses Staatsempfanges lautstark Nachdruck. Auch Anhänger des Schahs sind gekommen, um ihrem Staatsoberhaupt zuzujubeln. Unter ihnen auch Mitglieder des persischen Geheimdienstes. Doch es bleibt nicht beim Jubeln. Mit Schlagstöcken und Holzlatten prügeln sie auf die demonstrierenden Studenten ein. Die deutsche Polizei sieht tatenlos zu. Man muss sich vorstellen, da kommt ein Potentat aus dem Iran, jemand, der mit Demokratie nun gar nichts am Hut hatte. Der besucht die Bundesrepublik als Staatsgast, so weit, so schlecht.
Aber nicht nur das, er bringt sich seine eigene Schlägertruppe mit, dem es gestattet wird, unter den Augen der Berliner Polizei, also einer Polizei, die eigentlich auf rechtsstaatliche Maximen verpflichtet gewesen wäre, Leute anzugreifen, die nicht mehr tun, als Slogans gegen den Potentaten zu äußern. Unbeeindruckt von den öffentlichen Unruhen wird das Tagesprotokoll durchgezogen. Für den Abend ist ein Besuch in der Deutschen Oper vorgesehen. Auch hier haben sich demonstrierende Studenten eingefunden. Während das Besucherpaar, begleitet von Bundespräsident Lübcke, in der Oper der Zauberflöte lauscht, beginnt vor der Tür die Räumung. Auch Kommunarde Fritz Teufel ist an diesem Tag auf der Straße. Er lebt die Brutalität der Polizei aus nächster Nähe. Und als die Polizei versucht hat zu räumen, haben wir uns zum Sitzstreik niedergelassen, um es ein bisschen zu erschweren. Und ich saß am Anfang ein bisschen in der Mitte und bin dann aber so ein bisschen nach vorne gerobbt, weil ich auch in eine günstige Wurfposition für Fahrbeier kommen wollte. Und als die anfingen zu räumen, war ich halt einer der Ersten, den sie weggeschleppt haben. Die Berliner Polizei treibt die Demonstranten in die Nebenstraßen des Kurfürstendamms. Um kurz nach acht wird die Parole ausgegeben, Knüppel frei. Also die Polizei war natürlich völlig anders strukturiert. Und es gab nicht wenige, insbesondere in West-Berlin, unter den Polizeiangehörigen, die auch im Nationalsozialismus als Polizisten gearbeitet hatten, sich mitunter schuldig gemacht hatten. Also die hatten natürlich ein sehr autoritäres Bild im Kopf und haben eigentlich von der Tatsache, dass nun demokratisch legitimiert demonstriert werden durfte, relativ wenig gehalten. Nicht nur uniformierte Polizei ist im Einsatz, sondern auch Greiftrupps in Zivil. Unter ihnen der Beamte Karl-Heinz Kuras. In einem dunklen Hinterhof trifft er auf den Theologiestudenten Benno Ohnesorg. Es fällt ein Schuss. Was hier genau passiert, ist lange nicht ganz klar. Ohnesorg geht zu Boden. Eine Studentin kümmert sich um ihn, sorgt dafür, dass ein Rettungswagen kommt. Der Schwerverletzte wird ins Krankenhaus gebracht. Eine Stunde später ist er tot. Die Nachricht vom Tod des Studenten macht schnell die Runde. Ein Vertreter des Staatsapparats hat auf einen Wehrlosen geschossen. Das erzeugt ein Gefühl der Ohnmacht und auch der Wut. Mit dieser Schockwirkung hängt es zusammen, auch mit dem Gefühl der Trauer, dass der Funke dieser Studentenbewegung, die im Grunde genommen zuvor eigentlich fast nur ein Phänomen an der Freien Universität in West-Berlin gewesen war, vielleicht an der Technischen Universität, aber kaum darüber hinausgegangen ist, dass der dann übergesprungen ist eigentlich auf alle bundesdeutschen Universitäten und Hochschulen. Überall im Land kommt es zu wüsten Auseinandersetzungen mit der Polizei. Für viele ist der Tod des Studenten ihr politisches Erweckungserlebnis. So auch für eine junge Germanistikstudentin aus dem Schwäbischen. Es ist Gudrun Enzlin, die spätere Mitbegründerin der Rote Armee-Fraktion. Unter anderem kann ich mich daran erinnern, wie Gudrun Enzlin reinkam und panisch schrie, wir müssen uns bewaffnen, die bringen uns alle um. So eine Frau wie die Enzlin gesagt wird, der Staat schießt auf uns, jetzt schießen wir zurück. Also das war ein motivierendes Element, ganz stark motivierendes Element für Gewalt. Bislang war Enzlin eher am Rande beteiligt an politischen Aktionen in West-Berlin, trat immer wieder in Erscheinung bei Veranstaltungen des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes. Noch in der Nacht der tödlichen Schüsse auf Ohnesorg wird dem Berliner Rechtsanwalt Horst Mahler das Mandat im Todesermittlungsverfahren Ohnesorg übertragen. Mit Gleichgesinnten gründete Mahler das Sozialistische Anwaltskollektiv in Berlin.
Das Büro ist spezialisiert auf die Verteidigung von bei Demonstrationen festgenommenen Studenten. Er galt als ein blendender Anwalt, der alle möglichen Leute vertreten hat und der sich dann im Zuge der Studentenbewegung profiliert hat als der sogenannte APO-Anwalt. Er war der prominenteste Anwalt, der sogenannte Demonstrationsstraftäter vor Gericht vertreten hat. Im Krankenhaus laufen vermeintliche Vertuschungsversuche. Im Obduktionsbericht heißt es, ohne Sorg sei an einer Schädelverletzung durch einen stumpfen Gegenstand verstorben. Von einer Schusswaffe kein Wort. Habe in dieser Nacht noch das Mandat bekommen und war dann also praktisch 24 Stunden auf den Beinen, war bei der Obduktion dabei. Und damals war es so, dass ich also noch die Kugel aus der Kopfschwarte von ohne Sorg in diese Blechschale habe klicken hören und konnte sofort sagen, das Geschoss saß da und da und das war der Schusskanal, sodass eine Vertuschung in diesem Augenblick nicht mehr möglich war. Soll die mutmaßliche Erschießung eines Unschuldigen vertuscht werden? Wer ist der Beamte, der die tödlichen Schüsse im Dunkeln abgab? Gegen Kuras wird ein Verfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Als Vertreter der Nebenklage nimmt auch Horst Mahler am Prozess teil. Einen Tag sitzt der Polizeibeamte in Untersuchungshaft. Er gibt an, er habe sich von den Demonstranten bedroht gefühlt und in Notwehr gehandelt. Im späteren Prozess wird Kuras freigesprochen. Man dachte, dass diejenigen, die von ihren demokratischen Rechten wie der Versammlungsfreiheit Gebrauch machten, im Zweifelsfall eben mit polizeilichen Übergriffen bis hin zur Erschießung zu rechnen hatten. Und dass diejenigen, die die Verantwortung dafür trügen, anschließend auch mit Freisprüchen wieder rechnen konnten. Also da stellte sich schon sowas wie die Frage nach der Richtigkeit des Systems. Härter bestraft wird Demonstrant Fritz Teufel. Auch er kommt für seine Beteiligung an den Ereignissen des 2. Juni in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Landfriedensbruch und er soll einen Stein geworfen haben. 148 Tage sitzt er ein. Vor dem Gerichtssaal versammelt sich eine Menge wütender Demonstranten. Die Justiz messe mit zweierlei Maß, ist ihr Vorwurf. Er saß da als jemand, der demonstriert hat, der gegen das Schah-Regime, also eine Diktatur, gegen den persischen Geheimdienst demonstrierte. Der saß im Gefängnis und der, der einen Studenten erschossen hat, saß keinen Tag in Untersuchungshaft. Am 1. Advent wird Teufel aus der Untersuchungshaft entlassen. Kurze Zeit später spricht ihn das Gericht frei. Von derartigen Ungerechtigkeiten im Justizwesen bleiben auch die Linksintellektuellen des Landes nicht unberührt. So auch die Journalistin Ulrike Meinhof. Meinhof ist 1967 kein unbeschriebenes Blatt mehr. Als Chefredakteurin des linken Szeneblattes Konkret schreibt sie über Themen wie den Krieg in Vietnam, die neue Ostpolitik oder die Notstandsgesetze. In einer Talkshow des Norddeutschen Rundfunks kritisiert sie die Geschehnisse von Berlin aufs Schärfste. Wir alle wissen, dass Kuras den ohne Sorg totgeschossen hat und dass Kuras freigesprochen ist, worden ist. Also ein Idiot, ja? Ein Mann, der nicht weiß, was er tut. Die Polizei beschäftigt Idioten. Der Freispruch für Fritz Teufel selbst unterliegt dem Verdikt der Klassenjustiz insofern, als er ja nur mangels Beweises freigesprochen worden ist. This is the end. Am 8. Juni 67 geben 15.000 Menschen Benno ohne Sorg das letzte Geleit. Sein Sarg wird von Berlin nach Hannover überführt. Problemlos passiert der Trauerzug die Transitstrecke durch die DDR. Erst Jahre später wird klar, dass die DDR selbst in die Angelegenheit verstrickt ist. 2009 schlägt der Fall Kuras noch einmal Wellen. In der Stasi-Unterlagenbehörde in Berlin tauchen Akten auf, die dem Todesschützen Kuras unzweifelhaft eine inoffizielle Mitarbeit bei der Staatssicherheit nachweisen.
Der Fund lässt den Vorfall des 2. Juni in neuem Licht erscheinen. Wurde ohne Sorg im Auftrag der Stasi ermordet, um Unruhen im Westen zu schüren? Jede Form der Destabilisierung des politischen Klassenfeindes war der DDR willkommen. Hätte man damals gewusst, dass dieser Zivilbeamte für die Staatssicherheit der DDR gearbeitet hat, das wäre eine Bombe gewesen. Die politischen Folgen wären unabsehbar gewesen. Und insofern kann man natürlich auch ahnen, was sich in diesem Mann und den Mitwissern abgespielt hat, weil natürlich alles tun mussten, um zu verhindern, dass das rauskommt. Die Akten können zwar einen Zusammenhang zwischen Kuras und der Stasi nachweisen, dass er in politischem Auftrag den Demonstranten ohne Sorg erschossen hat, dafür gibt es jedoch keinen Beleg. Nur wenige Monate später rollt eine weitere Welle des Entsetzens durchs Land. Am 11. April 68 wird Studentenführer Rudi Dutschke auf offener Straße mit 3 Revolverschüssen schwer verletzt. Josef Bachmann, ein Hilfsarbeiter aus München, passt Dutschke vor seiner Haustür ab und schießt ihn nieder. Das Gerücht macht die Runde, bei seiner Festnahme habe man Ausgaben der Bild-Zeitung bei ihm gefunden, mit hetzerischen Schlagzeilen gegen die Studenten. Wie kommt das, dass jemand einen so weiten Weg macht und dann planmäßig Rudi Dutschke niederschießt? Viele hatten die Antwort, schuld sei die Springerpresse, die Bild-Zeitung, die BZ und andere würden halt durch ihre Berichterstattung dafür sorgen, dass solche Menschen so verblendet würden. Das war die Sichtweise. In mehreren Städten versammeln sich Menschen, um gegen den Verlag zu demonstrieren. Für sie ist Springer für die Schüsse auf ihr Idol Dutschke verantwortlich. Die ganze Medienkampagne vorher gegen den SDS, gegen die Studentenbewegung, gegen die außerparlamentarische Opposition und gegen deren Repräsentanten wie Rudi Dutschke, die hatte schon was sehr Schmutziges. Und insofern sah man da auch natürlich die entsprechenden Zusammenhänge. Am Abend nach den Schüssen eskaliert die Lage. Tausende ziehen vor das Springer-Hochhaus in Berlin. Mit brennenden Fackeln und bewaffnet mit Steinen versuchen die Demonstranten, die Auslieferung der Bild-Zeitung zu verhindern. Unter ihnen ist ein gewisser Peter Urbach. Er versorgt die Protestierenden mit Molotow-Cocktails und leitet sie an, wie man Verlagsautos so umkippt, dass Benzin ausläuft und die Wagen lichterloh brennen. Was von den Demonstranten niemand weiß, Urbach ist ein Mann des Berliner Verfassungsschutzes. Er berichtet dem Geheimdienst regelmäßig über Aktivitäten der linken Szene. Gleichzeitig mischt er kräftig mit beim Anheizen der Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht. Es ist heute unstrittig, dass Urbach eigentlich der erste Fall war, wo deutlich wurde, dass er aus dem Ruder gelaufen ist. Er hat wirklich auf eigene Faust, gerade was im strafrechtlichen Bereich aus heutiger Sicht überhaupt nicht zu verantworten war, gehandelt. Und man muss also sehen, dass das V-Mann-Konzept, was heute ja grundlegend zur Diskussion und zur Disposition steht, dass das damals schon seine strukturellen Schwächen offenbarte. Was in dieser Nacht beginnt, wird als Osterunruhen von 68 in die Geschichte eingehen. Es sind die größten Aufstände nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine neue Eskalationsstufe der Gewalt. Im politischen Bonn wird über die geplanten Notstandsgesetze debattiert. Die Regierung Kiesinger sieht sich durch die landesweiten Unruhen in ihrem Vorhaben bestätigt. Je mehr ich Geschrei dieser Art höre, desto deutlicher wird mir, wie notwendig es ist, in unserem Lande für Ordnung zu sorgen. Das Grundgesetz soll ergänzt werden durch eine Notstandsverfassung, die die Handlungsfähigkeit des Staates in Krisensituationen sichern soll. Das Vorhaben ist ein weiterer Anlass für die außerparlamentarische Opposition, auf die Straße zu gehen. An einem Sternmarsch auf Bonn beteiligen sich 60.000 Demonstranten.
Man fürchtet eine Art neues Ermächtigungsgesetz wie 1933 bei Hitlers Machtergreifung. Man glaubte, dass unter dieser Voraussetzung für eine Art von Ausnahmezustand eine Rechtsregelung geschaffen würde, die mit der Abschaffung der parlamentarischen Demokratie einhergehen würde. Insofern gab es eine massive Kritik an der Verabschiedung dieser Notstandsgesetze. Doch die Gesetze können nicht verhindert werden. Am 30. Mai 68 passieren sie den Deutschen Bundestag. Am Ende des Protestjahres 68 macht sich Katerstimmung breit. Nicht nur in Deutschland, auch die internationalen Protestbewegungen erleben eine herbe Enttäuschung. In Prag werden die zarten Hoffnungen auf mehr Demokratie von Panzern niedergerollt. In den USA betrauert die junge Generation die Ermordung des Bürgerrechtlers und Hoffnungsträgers Martin Luther King. Die große Negativerfahrung, die Frustrationserfahrung war das Scheitern der Antinotstandsbewegung. Und man sah natürlich auch, dass andere Dinge nicht so sich umsetzen ließen, wie man sich das gedacht hatte. Und deshalb separierten sich kleine Gruppen, die eigentlich der Überzeugung waren, dass jetzt nur noch Gewalt helfen könne, um die Gesellschaft zu verändern. Eine neue Form des Protests muss her. Als in Brüssel ein Kaufhaus brennt, entdecken die Mitglieder der Kommune 1 darin ein Bild mit Symbolkraft. In Flugblättern formulieren sie ihre Freude an der Zerstörung des kapitalistischen Symbols Kaufhaus. Ein brennendes Kaufhaus mit brennenden Menschen vermittelte zum ersten Mal in einer europäischen Großstadt jenes knisternde Vietnam-Gefühl. Wann brennen die Berliner Kaufhäuser? Burn Warehouse Burn ist der Aufruf, dem am 2. April 68 vier Protestler folgen. Ort der Aktion ist Frankfurt am Main, kurz vor Ladenschluss in der belebten Einkaufsstraße Zeil. Ein junges Pärchen betritt das Kaufhaus Schneider. Mit der Rolltreppe fahren die beiden in den dritten Stock und deponieren auf einem Schrank in der Abteilung für Damenoberbekleidung zwei kleine Päckchen. Auch im nahegelegenen Kaufhof wird im vierten Stock ein Päckchen abgelegt, hier in der Möbelabteilung. Kurz vor Mitternacht explodieren die Brandsätze. Ein Flammenmeer breitet sich aus. Die Feuerwehr rückt an und versucht, den Brand zu löschen. Wie durch ein Wunder wird keiner der diensthabenden Wachleute verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1,6 Millionen Mark. Kurz vor der Detonation hatte eine Frau im Frankfurter Büro der Deutschen Presseagentur angerufen und mitgeteilt: Gleich brennt's bei Schneider und im Kaufhof. Es ist ein politischer Akt. Zwei Tage später werden die Täter verhaftet. Es sind Andreas Bader, Gudrun Enslin, Torwart Proll und Horst Söhnlein. Der Gedanke war ja der, ein Fanal zu setzen gegen den Vietnamkrieg. Und man hat zwei Dinge miteinander verknüpft, nämlich das Konsumverhalten, die politische Blindheit der Konsumenten und die Akzeptanz des kriegerischen Verhaltens der Großmacht USA. Im Herbst 68 beginnt der Prozess gegen die vier Brandstifter vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Die Angeklagten nutzen das Podium, um auf ihre politischen Forderungen aufmerksam zu machen. Das Gericht als autoritäre Instanz der Rechtsprechung nehmen sie nicht ernst. Verteidigt werden sie von den Rechtsanwälten Horst Mahler und Otto Schily. Sie haben Zigaretten oder Zigarren geraucht, sie traten mit Sonnenbrille auf. Sie haben eigentlich sozusagen das Verhalten von Showstars an den Tag gelegt und nicht versucht, da eine aufklärerische Rolle irgendwie mitzuspielen, was man unbedingt auch nicht von Angeklagten erwarten darf. Es war also ganz klare Zeichen, dass man sich nicht diesen Regeln unterwerfen wollte. Und die Angeklagten taten ebenso, sie kamen in ihren Kleidung der Untersuchungshaft, in ihren Häftlingsklamotten und man spielte da so ein bisschen rum, aber im Grunde genommen war die Sache sehr ernst. Als Prozessbeobachterin reist auch Ulrike Meinhof nach Frankfurt und schreibt eine Kolumne zum Thema Warenhausbrandstiftung. Hierfür führt sie lange Gespräche mit Enslin und Bader
und findet Gefallen an ihren radikalen Gedanken. Zusammen mit Anwalt Mahler trifft es sich hier zum ersten Mal, das spätere Gründungsquartett der RAF. Im Grunde genommen ist die zentrale Formation, die Führungsriege der RAF, im Zuge des Prozesses zusammengekommen. Erstens, weil Horst Mahler dort als Verteidiger aufgetreten ist. Zweitens, weil Ulrike Meinhof als Journalistin für das Magazin Konkret schreibend dort auftrat. Und dann Bader und Enslin. Damit war im Grunde genommen dieses Quartett, dieses Führungsquartett von den Kontakten da schon erkennbar. Die Angeklagten werden zu 3 Jahren Haft verurteilt, wegen gefährlicher Brandstiftung. Damit hatte keiner gerechnet. Das war ein Schock und die Leute mussten ja auch ins Gefängnis. Überhaupt das Gefängnis, das war für viele von uns, also ich würde sagen für alle, war das absolutes Neuland. Das war nicht das, was man kannte, wo man hingehörte. Wir kamen ja alle irgendwie aus der Mittelklasse und das Gefängnis, das war etwas, was einen dann... Was außerhalb jeglicher Erfahrung stand. Jetzt sollten diese Leute 3 Jahre in Haft. Das Kaufhausbrandurteil geht in Revision. Die 4 Verurteilten kommen vorübergehend auf freien Fuß. Bader und Enslin und die Geschwister Astrid und Thorwald Proll engagieren sich in der sogenannten Heimkinderkampagne. Kritisiert werden die Zustände in den Kinder- und Jugendheimen. Militärischer Drill, Kasernenhofmentalität und harte körperliche Arbeit. Wir sind dann in die Heime gegangen und haben gesagt, hier Leute, es beginnt eine neue Zeit, ihr müsst euch wehren. Und das haben die auch gemacht, indem sie alle abgehauen sind. Auch Ulrike Meinhof engagiert sich für benachteiligte Jugendliche. Doch es ist vor allem Andreas Bader, der die Halbwüchsigen mit seinem die Autoritäten in Frage stellenden Auftreten beeindruckt. Er wird zum Vorbild. Einige der späteren RAF-Mitglieder sind ehemalige Heimkinder. Die Heimzöglinge waren immer vom Andi kolossal fasziniert, weil beim Andi war immer was los. Da wurden plötzlich gestürmt Bibliotheken, dann ging man hin zu Partys, auf die man nicht eingeladen war, haute sich den Magen voll und machte dann auch so im weitesten Sinne Geländeübungen, um fit zu sein. Also der Andi garantierte Abwechslung, völlig anders als die Heime damals. Im November 69 wird die Revision abgelehnt. Für Bader, Enslin und Thorwald Proll ist klar, ihre Gefängnisstrafe werden sie nicht antreten. Die 3 setzen sich ab nach Paris. Da war auch eine gewisse Angst und ich würde sagen, besonders oder Aufregung und natürlich Abwehr. Und ich würde sagen, besonders bei den Männern, wogegen ich glaube, gut und einzelne Hände dieses Jahr Haftreststrafe locker weggesteckt. Die Männer waren da ein bisschen ängstlicher. In Paris tauchen sie für einige Wochen unter in der Wohnung eines Freundes und überlegen, wie es weitergehen könnte. Man hängt so ein bisschen rum, man wusste nicht, wohin. Und man ging aus, man besann sich, man wollte vielleicht ein Buch schreiben. So, also es war eine Zeit der Besinnung, der Neuorientierung oder jetzt, wie man jetzt mit der Situation weiter umgeht. Im Februar 69 kehren sie zurück nach Berlin. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist Rechtsanwalt Horst Mahler. Der ist nach Italien gereist, um Andreas Bader und Gudrun Enslin, die dann, nachdem sie zuvor in Frankreich gewesen sind, in Italien gelandet waren, um die aufzufordern, nach Berlin zurückzukehren und sich an einer künftigen Stadtguerilla-Organisation zu beteiligen. Und das ist ihm gelungen. Also ohne Horst Mahler wären Bader und Enslin gar nicht nach Berlin zurückgekehrt. Die hatten ganz andere Dinge vor. Und insofern muss man sehen, dass sozusagen die Spinne im Gründungsnetz der RAF Horst Mahler war. Bader und Enslin finden Unterschlupf in der Wohnung von Ulrike Meinhof in der Kufsteiner Straße. Von hier aus planen Mahler, Enslin, Bader und Meinhof den Aufbau einer militanten Untergrundgruppe. Doch für militante Aktionen braucht man Waffen. Über Horst Mahler kommt ein vielversprechender Kontakt zustande.
Ein gewisser S-Bahn-Peter hat einen heißen Tipp. Auf einem Friedhof in Alt-Bukow sollen Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg vergraben sein. Und so fuhr man da nachts hin. Mehrere Mitglieder der Truppe buddelten im Mondschein und im Schweiße ihres Angesichts fanden nichts. S-Bahn-Peter sagte, wir haben nur verkehrt gebuddelt, wir müssen halt nochmal rausfahren, eine Nacht später. Urbach gibt der Polizei an jenem 4. April 70 den entscheidenden Hinweis. Bei einer fingierten Verkehrskontrolle auf der Fahrt zum Friedhof kann Bader festgenommen werden. Es ist derselbe Peter Urbach, der auch schon bei den Protesten gegen Springer als Sprengstofflieferant auftrat. Ein V-Mann des Verfassungsschutzes, der die militante Linke regelmäßig mit scharfen Waffen versorgt und zur Militanz der Bewegung beiträgt. Das war schon ein ziemlich skandalöser Fall. Ja, und es hat sich dann halt herausgestellt durch die Recherchen, dass es ja bereits einen Untersuchungsausschuss im Berliner Abgeordnetenhaus zum Fall Peter Urbach gegeben hatte. Man kam aber an keine Ergebnisse heran. Das wurde irgendwie alles einem vorenthalten. Und es gab enorme Merkwürdigkeiten, was den Verfassungsschutz als Institution anbetraf. Nach Baders Verhaftung wird sofort der Beschluss gefasst, ihn aus der Haft zu befreien. Ulrike Meinhoff nutzt ihre Kontakte als Journalistin. Sie spricht den linken Verleger Klaus Wagenbach an. Ein Buchprojekt für den Wagenbach Verlag soll entstehen, über Heimkinder. Co-Autor soll Andreas Bader sein. Wagenbach will das Projekt finanzieren. Dass der Bader befreit werden sollte, das wusste ich. Die waren auch wenige Stunden. Danach war die Polizei bei mir, weil wir einen Vertrag hatten. Horst Mahler beantragt Freigang für den Häftling Bader. Im Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen Berlin-Dahlem soll für das Projekt recherchiert werden. Geplant ist, Bader mit Hilfe von zwei bewaffneten Komplizen zu befreien. Doch die Aktion läuft aus dem Ruder. Es wurde geschossen, da wurde jemand verletzt und Ulrike war dabei. Und dabei, wie sich dann später herausstellte, war gar nicht vorgesehen, dass sie da mitflüchtet. Sie hätte da zurückbleiben sollen, sie sollte selbst sozusagen überrascht werden von der Aktion. Meinhoff und Bader flüchten durch das Fenster. Meinhoff kann jetzt nicht mehr so tun, als hätte sie vom Befreiungsplan nichts gewusst. Diese Flucht aus dem Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen ist praktisch die Gründungsstunde der RAF. Von diesem Augenblick an wurde nach der Gruppe insgesamt gefahndet. Es waren mehrere. Es war geschossen worden, man wusste, es war gefährlich. Und damals tauchten ja auch auf große Steckbriefe an den Berliner Litfaßsäulen. Und gesucht wurde die bekannte Publizistin Ulrike Meinhoff. Also die Gruppe als Ganzes wurde gesucht. Das hieß, niemand konnte sich mehr offen blicken lassen. Für Ulrike Meinhoff ist es der radikale Ausstieg aus ihrem bürgerlichen Leben. Eine Großfahndung wird eingeleitet. Steckbriefe versprechen 10.000 Mark Belohnung. Und als Ulrike dann aus dem Fenster gesprungen ist, ja, und plötzlich dann dieses Fahndersplakat hatte, wo ja nur Ulrike Meinhoff gesucht wurde, da war klar, dass sie nicht mehr zurück kann. Und das war vielleicht ein Fehler, weil wir eben so gedacht haben. Wir haben immer nur gedacht, es geht irgendwie weiter, es geht weiter in die Radikalisierung. Die Befreiungsaktion in West-Berlin ist die Geburtsstunde der Roten Armee-Fraktion. Eine Terrororganisation, die Republik fast drei Jahrzehnte in Atem halten wird.